Ich bin Astrid Marie Machalitzer, bin Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Burnout-Prophylaxe und habe hier ein paar gute Laune-Strategien für dich zusammengestellt, die nicht nur kurzfristig wirken, sondern tatsächlich langfristig, die du auch langfristig anwendest. Auch der fröhlichste Gesell hat mal einen schlechten Tag. Doch, das ist erstmal so okay. Jetzt ist es allerdings in der Winterzeit doch ein bisschen anders. Die langen, dunklen Tage schlagen aufs Gemüt. Zum Beispiel im Januar, heute ist der 21. Januar, ist es morgens um 8 noch nicht hell und um 16.30 Uhr, 17 Uhr wird es schon wieder dunkel. Und das einen Monat nach dem kürzesten Tag des Jahres. Also es sollte doch eigentlich länger hell sein. Stellt sich mir die Frage, was kann ich tun, was könnt ihr tun, um wieder mehr gute Laune zu haben? Langfristige Laune, gute Laune Strategien, die einfach ja, unterstützen, um ein glücklicheres, entspannteres und vor allem helleres Leben zu führen. Ja, eine gute Laune Strategie ist das Glückstagebuch. Schreib rein, was dir Gutes im Laufe des Tages widerfahren ist, was du erlebt hast und ja, guck immer wieder rein. Erkenne, ja, mein Leben ist doch gar nicht so schlimm. Oder auch schreib rein, was im Laufe des Tages passiert ist, was gut und was schlecht war. Und dann mach vielleicht ein kleines Minus neben das, was halt schlecht war und ein Plus neben das, was gut war. Und dann zähl mal durch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch an Tagen, an denen ich wirklich schlecht drauf war, mehr Plus erlebt habe als Minus. Oder dass sich zumindest die Waage gehalten hat. Und das zu erkennen, gab mir sehr viel Ruhe und Gelassenheit. Eine weitere Strategie ist, dein Leben ja, zu kolorieren, also Farbe in das Leben zu bringen. Damit meine ich jetzt diesmal nicht irgendwie, dass du dich farblich anders anziehst oder Bilder in Farbe hast oder vielleicht auch einen bunten Bettbezug oder ähnliches. Nee, was ich meine ist wiederum schriftlich. Schreib ein Tagebuch und überleg dir vorher, was eben wie gelaufen ist, was gut war, schreibst du so rein und was nicht so gut war, das lässt du eben entsprechend. Das veränderst du. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich hatte heute einen richtig langen Stau auf der Autobahn, schreibst du das Gegenteil rein. Also, mein Leben war richtig gut heute, ich hatte eine sehr gute Autofahrt, habe wunderbare Musik gehört und hat einfach Spaß gemacht. Gut ist nicht wahr, aber wenn du nachher nochmal reinguckst, wirst du einfach das nochmal lesen. Ne? Und das ist das Positive, was du liest. Und das ist erstaunlich hilfreich. Dann tritt aus der Opferrolle heraus. Wenn was passiert, entscheide dich, okay, ich mache das jetzt so, eben weil ich das so möchte. Also als Beispiel, wenn du unter Mutlosigkeit oder Verzweiflung leidest, dann denk dir zum Beispiel, oh ja, die Situation ist wirklich schwierig, aber ich entscheide mich, ich bin jetzt kurzfristig mutlos und dann mache ich es anders. Kannst du mit diesen drei Tipps schon was anfangen? Ich habe für dich ein Übungsheft erstellt, in dem ich nochmal diese Tipps und noch ein paar weitere hineingeschrieben habe. Und lass uns doch einfach mal reingehen. Ich habe dir die Gute-Laune-Strategien hier aufgeschrieben. Und zwar einmal das Glückstagebuch. Auch wieder mit einem kleinen Übungsteil. Gut, das Tagebuch ist nochmal ein extra Heft oder Büchlein. Übrigens ein schönes Büchlein. Und deswegen ist hier nur eine kleine Linie drin. Dann koloriere dein Leben. Beginne einfach direkt. Schreib auf, was heute gut war oder auch was heute nicht so gut war und formuliere es um. Dann die dritte Strategie, raus aus der Opferrolle. Tu etwas, weil du es willst und nicht, weil du es musst. Und dann gibt es verschiedene Fragen, auf die du antworten kannst. Und zwar sinnvollerweise, indem du dir mindestens drei Antworten gibst. Also, auch wenn du relativ mies drauf bist, worüber bin ich jetzt glücklich? Oder wenn sich da gar nichts zeigt, worüber könnte ich mich jetzt glücklich fühlen, eben auch wenn ich es gerade jetzt nicht bin? Oder worauf bin ich besonders stolz? Oder worauf könnte ich stolz sein, wenn ich eben aus meinem Loch herauskriechen würde? Wofür bin ich dankbar? Wen liebe ich und wer liebt mich? Was begeistert mich? Woran habe ich Spaß und Freude? Mit welchen Menschen bin ich gern zusammen?
Welche schönen Erinnerungen habe ich? Und dann auch diese Erinnerungen nochmal beschreiben. Welche Situation war es? Wer war dabei? An welchem Ort hat das Ganze stattgefunden? Gab es einen bestimmten Geruch, einen bestimmten Geschmack, ein bestimmtes Bild, das dir vor Augen erscheint? Denn was mag ich besonders gerne? Oder wann bin ich besonders mutig? Oder an welchen Orten bin ich gerne? Also, das ist etwas, was dich dann automatisch schon wieder in ein besseres Gefühl hineinbringt. Probier es mal aus. Lad dir die Übungsdatei runter. Lad dir das Übungsheft runter. Und dann auf in einen fröhlichen Tag. Der nächste Block, die nächste Strategie, geht es darum, wie du mit Problemen umgehst. Also einmal zu schauen, was ist passiert und auch sachlich, ne, was ist wirklich passiert. Nicht emotional, oh, es war alles so schrecklich, ich habe nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll, ich war aufgeschmissen. Nee, sondern einfach sachlich, ja, es gab einen Stau, ich kam zu spät, mein Chef war ärgerlich, beim nächsten Mal kann ich eher losfahren, zum Beispiel. Und das wäre dann auch schon Frage 2, was kann ich daraus für die Zukunft lernen? Oder welche positiven Seiten hat dieses Problem? Nämlich, wenn du zu spät kommst, hat es erstmal keine positiven Seiten. Aber im Stau zu stehen, kann die positive Seite haben, dass du mehr Zeit hast, um Musik zu hören, um dich vielleicht auch nochmal im Kopf mehr auf ein Gespräch vorzubereiten oder vielleicht sogar über die Freisprechanlage ein Telefonat zu führen. Dann, was kannst du in deiner Situation verändern oder welche Lösungsideen hast du? Und auch, wer kann dir bei einer Lösung helfen? Welche positive Seite hat dieses Problem? Und was wäre jetzt anders, wenn ich kein Problem hätte? Ja, und mit diesem Übungsheft möchte ich dich sehr, sehr gerne unterstützen. Möchte dir zeigen, dass auch du ein gutes Leben haben kannst, Spaß am Leben haben kannst, selbst wenn es zwischendurch einfach trübe ist. Und ja, hey, probier es einfach aus. Lad dir die Übungsdatei jetzt hier runter und starte los. Wenn dir das Video gefällt, dann leite es an andere Leute weiter, die vielleicht auch sehr von diesen Gute-Laune-Strategien profitieren können. Und hey, viel Spaß in deinem helleren und leichteren Leben. Alles Gute! Deine Astrid Marie.